So, guten Morgen zusammen, der zweite Tag in USA, in Denver. Und es gibt viel zu berichten, weniger über das Skifahren als über die sonstigen Begleitumstände. Gestern ging es ja dann von Frankfurt aus noch gerade rechtzeitig los. Eine Stunde nach unserem Abflug wurde der Flughafen komplett geschlossen. Und insofern hatte ich da Glück, dass es im zweiten Anlauf dann auch geklappt hat. Dann hier gut angekommen, Mietwagen bei Hertz abgeholt, hat alles toll geklappt. Mir wurde da auch weitergeholfen, wo ich eine SIM-Karte mir kaufen kann. Ist ja ein Problem, wenn man hier ankommt und sich nicht verständigen kann mit der Heimat, beziehungsweise vor allem das Navigationssystem nicht nutzen kann. Das ist natürlich sehr unangenehm, insofern war das ganz wichtig, dass wir das schnell in den Griff kriegen. Das hat dann allerdings über 2 Stunden gedauert, bis diese Karte installiert war. Es gab einen Fehler beim Copy and Paste von der IMEI-Nummer und da hatten wir zuerst eine Verizon-Karte probiert und nachher eine AT&T-Karte. Das hatte dann irgendwann geklappt nach der manuellen Eingabe dieser Nummer, aber dann hat der Zahlungsvorgang nicht geklappt, also ich war da schon wieder am Ende meiner Nerven. Aber ich lasse mich ja nichts mehr aus der Ruhe bringen hier. Dann ging es weiter Richtung Berge, Foothills. Ich habe mich dann aber entschlossen, nicht nach Winter Park zu fahren, sondern eher dann in Denver noch eine Unterkunft zu suchen, was dann auch sehr praktisch war, beziehungsweise sich im Nachhinein als positiv herausgestellt hat, weil mir nämlich heute Nacht in der schlaflosen Nacht einfiel, dass ich einen Mietwagen aus Florida habe und dass ich zwar den Vierradantrieb bestellt und auch bekommen habe für die winterlichen Bedingungen hier in den Rocky Mountains, aber das Auto natürlich aus Florida kommend nicht mit Winterreifen ausgestattet ist. Das heißt, nach der kurzen Nacht, ich bin 3.50 Uhr Ortszeit aufgewacht, bin ich wieder zurückgefahren zum Flughafen und da stehe ich nun und warte, bis die Angestellten von Hertz kommen. 5 Uhr in der Früh sollen die ihre Arbeit beginnen. Die Türen sind offen, aber kein Mitarbeiter ist da. Also, insofern ist es ein Abenteuer, welches sich nicht nur auf das Skifahren bezieht, sondern auf die ganzen Begleitumstände. Also, ihr werdet weiterhin von mir hören. Bis dann. Tschüss.